Im letzten Video haben wir uns ja mit theoretischen Aspekten der neuen Technologien auseinandergesetzt. In den nächsten Videos erfahren wir einiges über den Praxiseinsatz von neuen Technologien im Gesundheitsbereich. Lieber Lukas, liebe Sandra, ihr habt ja bereits einige Projekte zu virtueller Realität, Augmented Reality, also erweiterter Realität und sozialer Robotik durchgeführt, auch in Kooperation mit anderen Partnern. Lieber Lukas, du warst bei diesen FFG-geförderten Projekten Koordinator und deswegen würde ich dich bitten, uns zuerst das Projekt OpenSense vorzustellen. In OpenSense haben wir gemeinsam mit der Universität Graz, der FH Joanneum, dem ehemaligen Sozialverein Deutschlandsberg, der GV Steiermark und der Medizinischen Universität Graz ein virtuelles Achtsamkeitstraining mit Sinnesstimulierung für Personen mit Demenz entwickelt und in der Praxis getestet. Achtsamkeit bedeutet auf der einen Seite beabsichtigte Lenkung der Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment, die gegenwärtige Erfahrung zu genießen. Es ist ein bewusstes Beobachten aus einer bestimmten Haltung heraus. Zahlreiche Studien zeigen positive Effekte bzw. Tendenzen für Personen mit Demenz und Angehörige, zum Beispiel auf die Kognition, auf die Lebensqualität, Depression, Stress, Schlaf, Pflegebelastung und so weiter. Aber Studien mittels virtueller Realität fehlen noch, die ausreichend durchgeführt werden. Bevor wir die Inhalte für das Training entwickelt haben, hat Sandra eine qualitative Studie durchgeführt, um die Erwartungen der Teilnehmerinnen für die Szenarien zu erheben. Liebe Sandra, kannst du da kurz deine Ergebnisse aufzeigen? Ja, sehr gerne, Lukas. Und zwar haben wir unterschiedliche Teilnehmerinnen gehabt. Und alle haben sie gesagt, es wäre sehr schön in diesem Training, dass man zum Beispiel das Meer sieht, dass man am Strand spazieren gehen kann, dass man Naturlandschaften betrachtet, Musik hören, aber auch zum Beispiel, dass man Haustiere sieht. Und ganz ein wichtiger Fokus war eben auch das Essen, Kochen und Backen. Also diese Lebensaktivität, Essen und Trinken war auch sehr stark im Fokus. Im Hintergrund nun sehen Sie zum Beispiel die Szenarien, die wir dann aufgrund der Wünsche unserer Teilnehmerinnen entwickelt haben. Und wir haben einen ganz gewählten Ablauf gehabt und diesen haben wir aufgrund von Forschungsergebnissen konzipiert. Es war eigentlich immer so, dass wir zu Beginn haben wir einen meditativen Song gehabt, dann ist eine Atemübung gekommen und danach eine Bewegungsübung, die sogenannte Feldenkreisübung. Und wenn die dann vorbei war, folgten sinnesaktivierende Szenarien. Und wie Sie hier sehen, hatten wir zum Beispiel für diese Lebensaktivität Essen und Trinken zwei Szenarien integriert. Das war einmal der Besuch einer Bäckerei und das zweite zeigte das gemeinsame Puddingkochen, weil das aktiviert sozusagen positive Erinnerung bei diesen älteren Personen. Und in allen Szenarien wurden die Sinne in dieser virtuellen Welt aktiviert. Der Sehsinn, das Gehör und der Geruch wurde direkt aktiviert. Und die anderen Sinne, wie zum Beispiel der Tastsinn und der Geschmackssinn, wurde indirekt aktiviert. Danke, liebe Sandra und lieber Lukas, für die Vorstellung des Projekts. Könnt ihr uns jetzt zeigen, wie so eine VR-Brille in der Praxis aussieht und wie sie funktioniert und uns vielleicht auch die Szenarien Bäckerei und Puddingkochen vorstellen? Sehr gerne. Danke, Nathalie. Ich werde mal kurz die Hardware erklären. Das ist jetzt die SteamVR iPro 2 von der HTC Vive. Der Vorteil ist, sie hat schon integriertes Eye-Tracking. Das sind diese Einkerbungen, die man seitlich bei den Linsen sieht. Das Eye-Tracking funktioniert mit 120 Hertz und die Bildinhalte, die über die Linsen erscheinen, mit 90 Hertz. Das Headset wird über diese Marker getrackt und die Marker werden dann über diese Lighthouse-Sensoren erfasst. Und die Inhalte werden dann einfach über an den Computer weitergeleitet und von unseren Programmen interpretiert. In unseren Anwendungen für Menschen mit Demenz sind positive Erfahrungen der Nutzer und Nutzerin entscheidend. Deswegen haben wir die Person mit Demenz das Training im Sitzen durchgeführt, um negative Auswirkungen wie Übelkeit und Sturz zu vermeiden. Das Headset wird einfach so aufgesetzt. Und ist schon statisch montiert. Ich zeige Ihnen jetzt noch zwei Videos, die wir bei der Studie verwendet haben. Einerseits ein Video übers Kochen und andererseits auch von der Bäckerei.
In der Szene sieht man, wie die Teilnehmerin eine Scheibe Brot runterschneidet und ich kann mir gerade innerlich vorstellen, wie das Brot riecht in dieser Szene. Vielen Dank für die Vorstellung. Ihr habt auch ein weiteres Projekt mit VR umgesetzt. Lieber Lukas, kannst du uns das auch vorstellen? Ja, sehr gerne. Es war das Projekt VR for Care, das wir gemeinsam mit einem weiteren Institut von Joanneum Research, Policies, weiters mit der Firma Natural aus Oberösterreich, dem Pflegeheim Berisuti und der Medizinischen Universität Graz durchgeführt haben. Ziel des Projekts war die Entwicklung und Testung von virtuellen sinnvollen Aktivitäten wie Freizeitaktivitäten für Männer und Frauen und mit und ohne Demenz in Pflegeheimen. Auch hier hat Sandra wieder im Vorfeld die Erwartungen der Teilnehmerinnen für die Szenarien erhoben. Sandra, kannst du kurz darüber berichten? Natürlich, gerne, Lukas. Und wie Sie hier im Hintergrund diese Folie sehen, haben unsere Teilnehmerinnen in dieser Studie ähnliche Wünsche gehabt wie im vorigen Projekt. Und diese Teilnehmerinnen wünschten sich zum Beispiel auch Szenarien in der freien Natur, aber eben auch für die Lebensaktivität Essen und Trinken. Für diese Bereiche sehen Sie hier im Hintergrund auf der Folie die gemeinsamen Erwartungen der Teilnehmerinnen. Männer und Frauen wollten eigentlich die Zubereitung von Gerichten in einer modernen Küche sehen und diese Zubereitung auch mit anderen Personen gemeinsam erleben, also sozusagen als soziale Aktivität. Und in Verbindung mit anderen Aktivitäten wurde auch noch auswärtiges Essen und Trinken genannt, aber auch zum Beispiel Marktbesuch. Und wenn Sie diese Gerichte im Hintergrund auch betrachten, dann sind das nicht immer sehr gesunde Gerichte, das muss man auch dazu sagen. Und einige Personen können diese aufgrund von Diäten auch nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt essen und erleben. Aber auch mit einer VR-Brille ist es eben möglich, dass man eben an diese alten Erinnerungen anknüpft und sie wieder erleben kann. Vielen lieben Dank. Was habt ihr denn für die Lebensaktivität Essen und Trinken in eurem Projekt praktisch umgesetzt? Ich stehe gerade am Kaiser-Josef-Platz am Markt. Man sieht hier schön einen Ausschnitt von einem Video, die wir im Projekt VR4Care verwendet haben. Ihr habt auch Augmented Reality bzw. Mixed Reality eingebaut in euren Projekten. Was habt ihr dabei untersucht, lieber Lukas? Dazu hatten wir das Projekt AR Demenz in Kooperation mit der Firma AR Med aus Graz und Symptoma aus Oberösterreich sowie der Fachhochschule Wiener Neustadt, dem ehemaligen Sozialverein Deutsch-Landsberg und der Medizinischen Universität Graz durchgeführt. Im Projekt AR Demenz haben wir AR, Augmented Reality Szenarien, zur Unterstützung von Personen mit Demenz im häuslichen Umfeld entwickelt und teilweise auch getestet. Nicht jede Testung war aufgrund von Covid-19 möglich, aber die Entwicklungen gab es einerseits für die Brillentechnologie HoloLens und andererseits für Smartphones mit der Grazer Firma AR Med, die eine eigene App dafür entwickelt hat. Sandra wird uns jetzt die Erwartungen der Teilnehmerinnen bezüglich einer möglichen AR-Unterstützung für den Bereich Essen und Trinken aus der qualitativen Studie darstellen. Genau so ist es. Und zwar ist es so, dass unsere Teilnehmerinnen, wir haben hier inkludiert gehabt zum Beispiel Personen mit Demenz, die Angehörigen, aber auch Ergotherapeutinnen und Pflegepersonen. Und diese Teilnehmerinnen wünschten sich hier ganz vielfältige Unterstützung im Bereich Essen und Trinken. Das war einerseits einmal, dass man eine Unterstützung hat, zum Beispiel beim Zubereiten der Mahlzeiten oder dass man eben auch über so eine Brille zum Beispiel Probleme bei den Aktivitäten erheben kann, aber auch, dass man sie zum Beispiel einsetzt für die Verlaufskontrolle und natürlich auch für eine allgemeine Unterstützung. Und was auch noch sehr häufig genannt wurde,
war eben die Unterstützung für eine Gerätebedienung, wie zum Beispiel für eine Kaffeemaschine. Allgemein muss man ja sagen, dass Personen mit Demenz im Laufe der Zeit einfach Schwierigkeiten haben, eine Tätigkeit zu starten, also zum Beispiel die Kaffeemaschine einschalten. Oder eben auch diese Aktivität in der richtigen Reihenfolge durchzuführen. Und deswegen ist hier eine Unterstützung sehr sinnvoll und in diesem Sinne auch zum Beispiel mit neuen Technologien. Danke für Ihre Ausführungen. Was habt ihr denn praktisch umgesetzt, um in diesen Bereichen Unterstützung zu bieten? Für den Bereich Assessment, Monitoring, Training und Unterstützung in Verbindung mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Lebensaktivität Essen und Trinken haben wir das Kitchen Task Assessment für die HoloLens entwickelt. Beim klassischen Kitchen Task Assessment in Papierform besucht zum Beispiel die Ergotherapeutin die Person mit Demenz zu Hause, stellt ihr die Aufgabe, einen Pudding selbstständig zu kochen und beobachtet den Gesamtvorgang. Sie erkennt die Probleme der Person mit Demenz, zum Beispiel sie kann den Kochvorgang nicht selbstständig starten oder die Person hat Probleme mit der Reihenfolge der Zutaten und entwirft aufgrund der vorhandenen Probleme einen Therapieplan. Amir wird Ihnen nun die HoloLens kurz erklären und unser entwickeltes Programm zeigen. Für unsere Anwendungen bei den Studien haben wir die Microsoft HoloLens 2 verwendet. Das ist ein AR-Headset bzw. Mixed Reality Headset. Es trackt sich selber automatisch im Raum, somit hat man 6 Degree of Freedom. Die Sensoren sind da oben montiert, die erfassen die Umgebung und positionieren das Headset immer neu in der Umgebung. Und bei der HoloLens 2 sind auch Eye-Tracking-Sensoren integriert. Somit können wir mit 60 Hertz erfassen, wo die Personen hinschauen. Und diese Daten können wir dann in Echtzeit auswerten. Mit dieser Augmented Reality Implementierung, die mit der HoloLens-Technologie angewendet wird, kann man in der eigenen Wohnumgebung, zum Beispiel am eigenen Küchentisch, spielerisch ein kognitives Assessment, aber auch ein Training durchführen. Und zwar ist dieses Spiel nachempfunden einem psychologischen Test, der einerseits das Planungsvermögen, aber andererseits auch die Aufmerksamkeit, aber auch sozusagen gewisse Verzögerungen, das heißt gewisse inhibitorische Effekte, erfasst und auch gleichzeitig misst. Mit diesem Spiel kann man im Hintergrund die Digitaldaten analysieren und damit wichtige Parameter wie die Aufmerksamkeit oder das Planungsvermögen analysieren, was auf der anderen Seite auf ein gewisses Demenzrisiko schließen lässt oder ob die Person im Prinzip gesund ist, von kognitivem Assessment her. Danke für den Einblick in die Technologie. Was habt ihr denn mit dem Smartphone für die Lebensaktivität Essen und Trinken umgesetzt? Dieses haben wir in Verbindung mit der AR-Technologie für eine Geräteunterstützung eingesetzt. In der Folge sehen wir ein Video, in dem diese Technologie dargestellt wird. Die Anzahl der Menschen, die an Demenz als Folge einer meist chronischen und fortschreitenden Krankheit des Gehirns leidet, steigt weltweit rapide an. Die Erkrankung ist ein Grund dafür, dass Menschen Unterstützung und Pflege brauchen. Weil es für viele Betroffene jedoch wichtig ist, möglichst lange selbstständig zu sein, untersuchen wir im Projekt AR Demenz neue Technologien, die Betroffene dabei unterstützen können. Diese neuen Technologien erweitern unsere eigene natürliche visuelle Wahrnehmung im täglichen Leben dadurch, dass sie automatisch zusätzliche und nützliche Informationen vor unseren Augen darstellen. Eine Art dieser neuen Technologien verwendet sogenannte Tablets oder Smartphones. Beide können im Alltag als eine Art Informationslupe dienen und auch als Fenster zu jemandem, der nicht vor Ort ist, aber trotzdem in schwierigen Situationen helfen kann. Das können Personen aus Gesundheitsberufen, aber auch Bezugspersonen sein. Hier sehen wir nun die Telemonitoring-Lösung, mit der eine Person, die Hilfe braucht, von extern unterstützt wird.
Hallo, ja, heute brauche ich Ihre Hilfe. Ich möchte nämlich mit meiner Freundin zum Mittagessen gehen. Und jetzt weiß ich nicht, welche T-Shirt ich anziehen soll. Wenn mir zu warm ist im Gasthaus, kann ich da mit den Orangen da sitzen? Auf jeden Fall, stellt sie mir vor. Die Bezugsperson, die nicht vor Ort ist, sieht die Kleidungsstücke von der hilfesuchenden Person gezeigt und kann mit eigenen Markern Pfeilen auf die Kleidungsstücke zeigen. Das finde ich eine gute Idee. Also die zwei würde ich auf jeden Fall kombinieren. Passen auch, finde ich, besser zusammen als, wer weiß, das Graue mit dem anderen kombinieren würde. Ja. Da haben Sie ja heute wirklich viel geholfen. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Schönen Tag noch und ja, viel danke. Spaß im Gasthaus. Ja, danke schön. Wir sehen hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bedienung einer Kaffeemaschine. Das heißt, hier wird gezeigt, welche Einzelschritte eine Person durchführen soll, um diese Kaffeemaschine zu bedienen. Es wird hier auch angezeigt, wo ist der Kaffee gelagert. Und mit der Beschriftung sieht die Person auch, dass das das richtige Säckchen ist, wo die Kaffeetabs drinnen sind. Die Kaffeetabs werden herausgenommen, dann wird angezeigt durch diesen roten Punkt, wo die Kaffeetabs reinzugeben sind. Der blaue Pfeil zeigt wieder, wie die Kaffeemaschine zu schließen ist. Es wird auch hier beschrieben und erläutert, wo die Kaffeetasse zu entnehmen ist. Dann wird eine Kaffeetasse hier dargestellt, um zu zeigen, wo die richtige Kaffeetasse hinzustellen ist. Und ein Pfeil und ein roter Animationsknopf zeigt, worauf man drücken muss, damit der Kaffee herunterkommt. Anhand dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erkennt man auch gut, was Augmented Reality bedeutet. Man zeigt auf in dem Fall eine Medikamentenschachtel hin und automatisiert werden zu dieser Medikamentenschachtel zusätzliche Informationen eingeblendet, also die Information erweitert. Wenn man auf die einzelnen Symbole drückt, dann bekommt der Benutzer oder die Benutzerin zusätzliche Informationen. Das können sein Beschreibungen zum Medikament, das können Informationen wie Videos sein zum Medikament. Das kann aber auch sein, eine Information, muss ich dieses Medikament heute noch nehmen oder wann soll ich das Medikament das nächste Mal nehmen. Eine andere Technologie basiert auf einer sogenannten Datenbrille. Sie dient allgemein zur täglichen Unterhaltung, kann aber auch zum Gehirntraining, zum Gehirnjogging verwendet werden. Ausgewählte Spiele ermöglichen geistige Beschäftigung und stimulieren gedankliche Aktivität. Gleichzeitig werden mit der Brille die eigenen mentalen Fähigkeiten gemessen, die Grundlage der täglichen Auseinandersetzung mit dem Alltag sind. Wir zeigen Ihnen nun, wie diese Brillentechnologie benutzt wird und wie damit ein unterhaltsames Spiel, nämlich die Türme von London, gespielt werden kann. Das Aufsetzen der Datenbrille ist dabei sehr einfach. Auch die eigene Brille kann dabei anbehalten werden. Passt? Ja, passt sehr gut. Passt wunderbar. Und ist es schwer? Nein, ist nicht schwer. Damit wir als Zuschauer auch am Spiel teilhaben können, zeigt der Bildschirm links dasselbe wie unsere Testteilnehmerin in ihrer Brille sieht. In der Mitte befinden sich drei Holzstäbe, die Türme von London. Auf ihnen sind eine blaue, eine gelbe und eine rote Kugel aufgefädelt. Ziel des Spiels ist es nun, die Kugeln nacheinander so zu verschieben, dass die vorgegebene Kugelanordnung erreicht wird. Die vorgegebene Anordnung sieht unsere Testteilnehmerin auf einer Tafel, rechts neben den Türmen. Der weiße Kreisring zeigt die momentane Blickposition ihrer Augen an. Will man nun eine Kugel verschieben, blickt man sie an und drückt auf eine Taste. Dann blickt man auf den gewünschten Turm, auf den die Kugel verschoben werden soll, und betätigt wieder die Taste. Die Kugel schwebt nun von selbst zum gewünschten Turm. Es gibt in diesem Spiel unterschiedliche Start- und Zielanordnungen für die Kugeln, die das Spiel unterschiedlich schwierig machen.
Wie man sieht, hat unsere Testteilnehmerin das Spiel bravourös gemeistert und das Ziel erreicht. Wir hoffen, dass dieser kleine Überblick über neue Technologien, die unsere Wirklichkeit erweitern, Ihnen genauso gefallen hat wie der Nutzerin und dem Nutzer in unseren Videos. Wir freuen uns im Projekt AR Demenz darauf, dass Sie uns Ihre Sicht und Fantasie zu diesem Thema mitteilen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank euch beiden für diesen Einblick. Welches Zukunftspotenzial seht ihr denn für diese Art der Technologie für Personen mit Demenz? Also eine Unterstützung mittels einer zarten Brille wäre durchaus spannend in der Zukunft zu testen. Die Unterstützung mittels Smartphone gestaltet sich eher schwierig, da eine Person nicht beide Hände für ihre Tätigkeiten frei hat. Danke, Lukas. Ihr habt ja auch ein Projekt zur Robotik durchgeführt. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Ja, genau, unser Projekt Amigo. Dieses haben wir gemeinsam mit der Firma Humanizing Technologies aus Wien, dem ehemaligen Sozialverein Deutsch-Landsberg und der Medizinischen Universität Graz durchgeführt. Im Projekt haben wir den Roboter Pepper für Personen mit Demenz weiterentwickelt. Einerseits als Coach-Funktion, um das Training zu motivieren und zu begleiten, und andererseits aber auch als Companion, um die Person während dem Tag emotional zu unterstützen und zu unterhalten. Im Vorfeld der Entwicklung hat Sandra im Rahmen einer qualitativen Studie wieder die Erwartungen der Teilnehmerinnen für eine Roboterunterstützung erhoben. Sandra, kannst du uns kurz sagen, was es für Erwartungen für Lebensaktivitäten, Essen und Trinken gab? Sehr gerne, Lukas. Ja, unsere Teilnehmer, hier sehen Sie unseren süßen Roboter Pepper. Der war wirklich sehr aktiv in unserer Studie. Und hier haben sich die Teilnehmer, wir haben hier die Personen mit Demenz gehabt, die Angehörigen, auch wieder Demenztrainerinnen und Pflegepersonen. Und die hatten hier ganz, ganz vielfältige Vorstellungen, wie eben der Roboter Pepper hier unterstützen könnte. Das war einerseits, dass sie gesagt haben, Roboter Pepper könnte zum Beispiel beim Einkaufen unterstützen, also dass er zum Beispiel mitgeht oder dass er selbstständig auch zum Beispiel Lebensmittel über eine App zum Beispiel bestellt. Und sie haben gesagt, er könnte auch direkt beim Kochen unterstützen, indem, dass er Anleitung oder Anweisung gibt. Und sehr häufig war auch der Wunsch, dass der Roboter Pepper motiviert, dass man gewisse Tätigkeiten durchführt. Und dass er auch zum Beispiel an das Trinken erinnert oder an das Essen erinnert, dass man mit ihm Gespräche führen kann. Und dass er allgemein die Kognition in Form von Tipps unterstützt. Und aufgrund dieser und auch weiterer Ergebnisse haben wir dann den Roboter Pepper für die Personen mit Demenz angepasst. Und dieser Roboter Pepper wird Ihnen jetzt dann nun näher vorgestellt. Bei uns wird eben der soziale Roboter Pepper für das Demenztraining eingesetzt. Der Roboter Pepper ist 1,20 Meter groß. Das verleiht ihm so ein kindliches, naives, unschuldiges Aussehen, hat sozusagen kein bestimmtes Geschlecht, dadurch wird er jetzt auch nicht in die eine oder die andere Richtung interpretiert und ist ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren. Er hat zum Beispiel eine Kamera da in der Stirn, um die Umgebung zu sehen. Er hat Abstandssensoren, kann sich prinzipiell in der Umgebung bewegen und hat auch einen Abstandsmesser mit Laser-Rangefinder. Auf seiner Brust hat er ein Tablet, da kann er verschiedene Inhalte Nutzer und Nutzerinnen demonstrieren. Man kann auch interagieren, das ist ein Touchpad. Und wie wir sehen, hat Pepper einen Aufmerksamkeitsmechanismus implementiert. Das heißt, Personen in der Nähe werden durch Bildanalyse detektiert, dass Personen sich in der Nähe befinden. Gleichzeitig sind beim sozialen Roboter Pepper verschiedene soziale Signale implementiert, die die Kommunikation und die Interaktion erleichtern. Also die Aufmerksamkeit auf der einen Seite, dann eine gewisse Verspieltheit in seiner Bewegung. Und diese Aspekte werden bei uns eingesetzt, damit Pepper eingesetzt werden kann, um Personen mit Demenz positiv zu verbinden und zu motivieren für das Demenztraining. Hier sieht man nun ein Beispiel von einer Quizfrage im Bereich Essen und Trinken. Früher wurde am Tisch Herd gekocht, heute mit dem. Wo? Du weißt sehr viel. Wir machen jetzt gemeinsam ein Puzzle. Das wird lustig. Das Puzzle besteht aus 9 Teilen. Füge die einzelnen Teile zu einem ganzen Bild zusammen.
Tippe auf ein Puzzleteil im rechten Bild und füge es an der richtigen Stelle im linken Bild ein. Das war schnell gelöst. Das kannst du gut. Vielen Dank für diesen sehr spannenden Einblick in diese Zukunftstechnologien. Liebe Sandra, welche Zukunftswünsche haben denn Personen mit Demenz und die weiteren beteiligten Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Roboter Pepper im Bereich Essen und Trinken? Also unser lieber Roboter Pepper sollte in Zukunft zum Beispiel auch mit anderen Technologien noch verbunden werden, zum Beispiel mit einer Smartwatch, damit er eben nicht nur zu Hause zum Beispiel an das Essen und Trinken erinnern kann, sondern auch wenn die Person unterwegs ist, also außerhalb des Hauses. Dann wurde auch noch häufig genannt, dass Pepper zum Beispiel beim Essen direkt dabei sein sollte. Das heißt, er sollte das Essen auch direkt stimulieren, als würde er mitessen, um einfach diesen sozialen Kontakt noch stärker zu fördern. Zusätzlich wurde auch noch häufig genannt, es wäre nicht schlecht, wenn er kognitiv unterstützen könnte in Form, dass man den Personen einfach immer wieder diese Erinnerung nahebringt, was kostet zum Beispiel 1 Liter Milch, damit man einfach diese Aktivität einkaufen gehen besser unterstützen kann. Dann wurde auch noch gesagt, zum Beispiel das Aufklären über Diäten, über Gesundheitsrisiken im Bereich der Ernährung wäre auch noch interessant und dass Roboter Pepper eben auch individuelle Empfehlungen gibt in Bezug auf Ernährung, aber auch in Verbindung mit Fitness, also auch Bewegungsübungen. Spannend! Ich danke euch sehr herzlich für diesen Praxiseinblick, für diese neuen Technologien für Personen mit Demenz. Sehr gerne. Sehr gerne. Bisher haben wir Funktionalitäten vom bereits abgeschlossenen Projekt Amigo vorgestellt. Im neuen Forschungsprojekt Amiga mit sehr ähnlichen Namen beschäftigen wir uns mit einer neuen Zielgruppe, und zwar Personen mit chronischer Depression. Und auch für diese Zielgruppe entwickeln wir ein kognitives Training, um eben die Kognition zu fördern und Demenz eben vorzubeugen.